Der SC Bern steht im Playoff-Final 2019. Es ist geschafft. Spiel 7 ist gewonnen. 5:1 der Sieg gegen den Kantonsrival, den EHC Biel. Das ist also auch der zweite Playoff-Halbfinal, der jetzt entschieden ist. Auf einmal schauen zurück mit dem Simon Schenk, mit dem Sven Helfstein, mit dem Thomas Walser. Nochmal guten Abend, meine Herren. Also einerseits ist es heute eine klare Angelegenheit für den SC Bern. Aber Simon, wenn wir es mal so anschauen, dass auch nach einem riesigen Kampf des SCW in dieser Serie, also zuerst gegen Servet und jetzt in dieser Serie 0-2 und 2-3 zurückgelegt. Ja, Bern hat einen riesen Steigerungslauf hergelegt, oder? Gegen Servet und die zwei ersten Spiele gegen Biel, da hat man nichts auf sie gewettet. Und von der da ist sie den dritten nachher gefunden. Und Biel hat es, glaube ich, im sechsten Spiel ganz klar verspielt. Die haben sie am Matchbock für nicht verwertet. Und dass es heute so rauskommt, das hätte man erwarten müssen. Eben, das jetzt, Sven, das haben wir jetzt auch gesagt. Biel, dort haben wir noch 2-0 und 3-2 geführt, oder? Und da muss man sich wahrscheinlich gleich, wenn man so irgendwann zurückschaut, gleich fragen, wo hat man es dann eben nicht gepackt, dass man diese Chance hätte können warnen. Ja, ich glaube, Simon sagt es goldrichtig. Ich glaube, Spiel 6 zuhause muss man den Sack zumachen. Man hat klar mehr Chancen. Man sollte den Match eigentlich gewinnen, bringt es nicht fertig. Und nachher natürlich nochmal in Bern probieren, den Auswärtssieg holen. Irgendwann geht einfach die Rechnung nicht mehr auf. Und Bern spielt einfach sehr, sehr gut defensiv. Das ist ihr Fundament. Und wenn du hast nicht viele Chancen, um in Bern zu gewinnen. Und sie haben es eigentlich zweimal geschafft, oder? Was schon wirklich eine Top-Leistung ist. Aber gleich Chapeau vor Biel. Und Sie haben es heute nochmal packen, Thomas. Wir können miteinander anschauen, wie es losgegangen ist. Oder man wollte gut in das Spiel reinstarten. Was stattdessen passiert, ist eine erste Strafe da. Und wir sind fangs in der dritten Minute. Und dann 40 Sekunden später kommt gerade nochmal ein Beistellen. Und das gibt dann 5 gegen 3 Chance für den SCB. Und im Powerplay bei 5 gegen 4, dann machen sie auch ein erstes Goal. Also das ist der Start in Spiel 7 für Biel. Ja, und ganz bitter ist, dass es dem Fabian Lüthi passiert ist, oder? Er hat nicht extrem viel Spiel gehabt, die Saison war verletzt gewesen, und er ist einer von denen, der sich extrem viel vorgenommen hat. Und wenn man genau anschaut, sieht man sein Verhalten, sein Gesicht. Nein, genau mir ist das jetzt passiert. Er hat dort schon geahnt, es könnte mühsam werden, wenn es jetzt ein Gegengoal gibt. Ist leider dann eingetroffen. Und das gleicht dann mit dem Rajan Saterić in dem Moment und gegen Bern. Dann zuerst 5 gegen 3 und dann 5 gegen 4. Ist dann halt einfach nicht ganz so einfach. 6. Minute. Tristan Chervey. 1-0 für den SC Bern vor eigenem Publikum. Ausverkauft im Haus in der PostFinance Arena. Geht es genau so los, wie das Team von Kari Alonen sich erhofft hat. Da ist das Führungsgoal. Ablenken nach dem Schuss von Ramon Untersohn. Ja, der SC Bern kann sich gut festsetzen in der Zone von Biel. Muschak bringt den Böck auf zum Untersander. Der Jonas Hiller hat eigentlich freie Sicht. Und dann ist es aber eben der Chervey vor dem Goal, der im richtigen Moment ablenken kann. Und extrem schwierig für den Jonas Hiller. Der Marco Muro hat noch den Händchen verloren. Hat leider auch nicht so eingreifen, wie er sich das vorgestellt hat. Und darum ist der SCB eigentlich verdient 1-0 in Führung gegangen. Und sie gehen dann auch mit 2-0 in Führung. Berner, die Stadt Berner, die hier nämlich in der 11. Minute zu dieser Szene kommen. Zuerst mal der Backverlust von Robbie Earl. Und dann der Zusammenprall zwischen Earl und seinem eigenen Goalie, Jonas Hiller. Ja, sehr speziell, aber man muss eigentlich da in dieser Szene, klar, man kann sagen, der Hiller sollte spät rauskommen, aber weiss ich was, aber man sieht auch in dieser Szene, was der Tristan Chervey für ein kranker Krieger ist. Also ich meine, in dieser Szene, die sehen wir öfter mal im Hockey, aber die meisten gumpen drüber. Er hecht grinst voran in den Hiller rein. Und so Typen machen schlussendlich einfach den Unterschied. Also ein riesen Chapeau an Tristan, was er in diesem Match jetzt da gerissen hat. Ja, jetzt hat es fast so getönt, als würdest du ihm Absicht unterstellen, dass er dort eine Verletzung in Kauf nimmt vom Gegenspieler. Absolut nicht, aber er gibt einfach das letzte Hemd. Er probiert einfach irgendwie noch die Scheiben anzukommen. Und er nimmt aber einen Kauf vor allem, was er sich selbst verletzt, oder? Ich glaube nicht, was er die Überlegung hat, ich lasse jetzt den Hiller runter. Er probiert sie eigentlich durchzustechen. Irgendwie, was sie vielleicht noch durchrutscht, oder? Aber Das zeigt genau seinen Charakter. Er geht wirklich, bis nichts mehr geht. Oder? Und das ist Chapeau, wirklich. Der Ursprung ist einfach viel früher. Oder? Der Robbie Earl ist immer, das wissen wir, zwischen Genie und Wahnsinn. Aber in dem Moment, in so einem wichtigen Spiel, darfst du als Stürmer den Böck nicht auf der blauen Linie so verlieren. Am Schluss haben wir dann schon zwei sehr gute Schlittschuhläufer, Chervey gegen den Robbie Earl. Aber wenn er sie dort einfach in der Zone behalten kann, dann gibt es den Konto gar nicht. Und dann ist das, was du jetzt erzählt hast, eigentlich gar nicht nötig. Und da haben wir die Situation mal, wie der Robbie Earl jetzt
die Scheibe verliert. Es kommt zum Gegenangriff und es kommt auch zum Goal von Gregory Scharoni. Es ist auch dazu gekommen, dass die Schiedsrichter sich das Ganze anschauen. Wir machen das mit unserem Schiedsrichter-Experten Nadir Mandioni. Nadir, diese Szene hier natürlich auch ganz einen entscheidenden Einfluss gehabt auf das Spiel. Sag uns nochmal, was haben die Schiedsrichter angeschaut und warum haben sie dann eben auf Goal entschieden? Ja, das ist ja so. Es ist eine sehr heikle Situation gewesen. Die Schiedsrichter sind das anschauen. Und zwar, es geht einerseits um die Aktion, bevor es zum Zusammenstoß kommt. Man sieht, der Shelvey ist schon zu Boden. Und nachher schauen sie natürlich die Situation an, wer berührt jetzt den Böck, respektive gibt es ein Foul oder nicht. Und was man da muss sagen, ist der Vorgang, der Robbie Earl ist zu spät, er läuft dem Shelvey hinein rein. Er macht auch einen Stockschlag von hinten. Und das ist natürlich auch die Aktion, wo der Shelvey schon am Boden ist. Und wenn der Goalie außerhalb vom Torraum versucht, den Böck zu berühren, respektive mit dem Shelvey Zusammenstoß, muss man sagen, es ist ein reguläres Goal, das da entsteht. Es ist kein Foul. Man hat sogar das Regelbuch mit der Regel 185 Absatz 3. Und dort heisst es auch, wenn ein angreifender Spieler mit dem Goalie einen Kontakt macht und daraus entsteht ein Goal, ist es ein reguläres Goal. Danke vielmals Nadim Andioni für diese Einschätzung. Es hat auch dazu geführt, nicht nur zum 2-0 vom SC Bern, sondern dass Jonas Hiller für den Moment in dem Spiel ausgefallen ist. Er hat sich pflegen lassen, ist erst aufs zweite Drittel wieder zurückgekommen. Der Dennis Saikkonen hat übernommen und der Dennis Saikkonen ist in der 14. Minute, nur 3 Minuten später, das erste Mal geschlagen gewesen. Wegen zu viel Spieler auf dem Eis, eine Strafe gegen Biel. Und ein Powerplay-Goal für den SCB. Ja, wunderschöner One-Timer vom Untersander wieder. Sie werden ja schon mehrfach diskutiert. Und der Simon Moser ist wieder am richtigen Ort vor dem Goal, nimmt den Saikkonen die Sicht. Also, es ist nicht unhaltbar, aber unsichtbar. So, etwa so kann man sagen. Das 1-3 kommt aber noch. Hoffnung kommt noch mal auf für den EHC Biel. 20 Sekunden vor Schluss vom ersten Drittel. Der Marco Mur bringt da den EHC Biel wieder an. Ja, ist der Marco Padretti, der den Böck aufbringt an die blaue Linie. Und dann gibt es kurz einen Verkehr vor dem Goal. Marco Mura macht eigentlich genau das, was er muss, den Böck aufs Goal bringen. Und auch am Verhalten vom Cenoni sieht man, ja, nicht unhaltbar, aber in dem Moment natürlich für Biel extrem wichtig war, dass sie so den Anschluss können behalten. Ich habe schon dann nicht mehr eigentlich geglaubt, dass Biel nochmal ins Spiel kommt. Weil Biel hat sich ein bisschen naiv verhalten bis zum 2-0 mit diesen Strafen und nachher mit dem Fehler vom Earl, mit dem Zusammenprall. Und so ein naives Verhalten in den ersten paar Minuten von so einem entscheidenden Spiel, das ist natürlich nicht gerade unbedingt das, was es braucht. Aber vor allem auf der anderen Seite war ein SCB, der kompakt war, wo die Fehler hat ausgenutzt hat, wo wirklich präsent war, also nicht mehr so wie in den Genfer Spiel. Du sagst, Amix, das ist so etwas, was die Journalisten gerne machen, aber vor so einer Serie, wie dann immer auch geschaut, wie viel Erfahrung, wie viel Playoff-Erfahrung, wie viel Erfahrung geht einem ein Spiel 7 ist rum in der einen Kabine oder in der anderen Kabine. Wenn du jetzt von Navität redest, dann habe ich das Gefühl, dann zielt das aber doch auf das ab. Also dann versteht es der SCB doch besser, mit solchen Situationen umzugehen, wie noch im Moment ein EHC Biel. Das ist ganz klar. Die Routine, die man mitnimmt aus so heissen Spiel, die hilft weiter, oder? Das ist eindeutig. Aber Biel hat das ja auch gehabt. Aber jetzt in der letzten Phase hat man von gewissen Spielern nicht mehr den Zug gehabt. Also der Rayala habe in den letzten 2-3 Spielen viel zu wenig gesehen, zum Beispiel. Der Pouliot hat auch nicht das können bringen, was man von ihm erwartet hat. Der Salmela hat seine Rolle gespielt, nicht so schlecht, aber der Earl ist halt gegen ein Waban gespielt. Also Biel hat auch die Leistungsträger, aber im letzten Moment haben sie einfach nicht mehr so viel können. So, wahrscheinlich auch ein bisschen, weil Bern einfach ausgeglichener war und doch über das ganze Kader gesehen mehr Substanz hatte. Und nicht vergeben, sie sind Qualifikationssieger geworden. Und da im zweiten Drittel auch zum bestmöglichen Zeitpunkt ihres 4-1 machen und damit eigentlich alles klar machen. 21 ist die, also noch nicht mal die erste Minute durch. Es kommt Hoffnung auf mehr als Biel, aber nicht für allzu lang. Thomas Rüfenacht lenkt ab. Ja, schon wieder nichts fancy, sehr, sehr ähnlich wie das Goal, das wir schon mal gesehen in dem Spiel. Murschak auf den Krüger, der Krüger sucht die Schusslinie, findet sie, aber nachher perfekte Ablenker vom, wie man da schön sieht, vom Rüfenacht, knapp über den Schoner und für den Goalie sehr, sehr schwierig zu reagieren nachher. Ja, Punkt 1, es ist eben das zweite Goal heute, das sehr gut abgelenkt wird. Das ist nicht irgendwie ein Zufallsprodukt, ich bin sicher, dass sie das üben und trainieren. Aber auch der Pouliot, der am eigenen Goalie, Jonas Hiller, die Sicht verdeckt, also eigentlich zweimal sehr, sehr schwierig für den Jonas Hiller.
Es ist ja vor dem Goal, Simon, ist darüber diskutiert worden, Offside ja oder nein. Ich glaube, es ist jetzt auch müßig, darüber nachzustudieren, oder? Wenn man nachher sieht, wie das Spiel endet. Der Schiedsrichter hat entschieden, so ist es, oder? Aber ich habe Einstellungen gesehen, wo ich das Gefühl hatte, ich hätte Offside gegeben, wenn ich Schiedsrichter wäre. Aber das bin ich nie gewesen. Und wir haben viele Einstellungen gesehen, diverse. Und meistens war irgendetwas verdeckt gewesen. Entweder der Böck oder der Schlittschuh, der in der Luft war, oder was auch immer. Und da können wir jetzt hin und her diskutieren. Aber es war einfach Goal gewesen. Es wäre spannend gewesen. Rückkehr vom Hiller. Hat ein bisschen Hoffnung gegeben. Und wenn das nächste Goal die Biel geschossen hätte, dann wären wir jetzt vielleicht noch am Biberen und würden Pizza essen, weil die Verlängerung kommt. Aber es war einmal. Ja, das war nicht der Fall, weil am Schluss macht der Tristan Gervais den Deckel oben drauf mit dem 5-1. Das ist die 56. Es ist sein zweites Goal vom Abend. Und er macht den Empty Netter, aber viel wichtiger, einer wie der Tristan Gervais ist zum richtigen Zeitpunkt eben wieder der Antreiber für die Mannschaft. Ja, bin ich definitiv bei dir. In der Serie gegen Genf hat man so die Jungs vermisst. Aber jetzt, was drauf angekommen ist, sind sie effektiv da gewesen. Und ja, ist wahrscheinlich nicht ein Zufall, dass das STB mit ihm den Vertrag um 7 Jahre oder wie lange auch immer verlängert hat. Und es ist wahrscheinlich auch kein Zufall, dass wir ihn jetzt hören bei der Steffi Buchli. Tristan Gervais, ihr steht im Finale. Ein grossartiger Abend, wo ziemlich rassig losgegangen ist mit dem ersten Drittel. Ja, ich glaube, wir waren sehr zufrieden mit dem ersten Drittel. Guter Start, super Start. Ich glaube, das haben wir hier den Leuten geschuldet. Ich glaube, es hat uns ein bisschen gefällt in den letzten Matchen. Aber ich habe wirklich das Gefühl, heute, ja, wir waren hungrig. Umzurecken wollen. Ich glaube, gleich gegen Schluss von den ersten 20 Minuten waren wir wieder ein bisschen kompliziert gewesen. Aber dann haben wir uns gefangen, sind weitergekommen, solid geblieben und ich glaube, ja, wir können stolz sein. Was macht das Jahr eure Mannschaft aus? Schwierig zu sagen. Ich glaube, wir haben jedes Jahr ein Top-Team. Der Teamgeist stimmt jedes Mal. Ja, wir haben Einzelspieler, die den Unterschied machen in den entscheidenden Momenten. Wir haben einen Goalie, der unglaublich gut ist. Und, ja, ich glaube, jetzt wollen wir uns auf ein Finale. Ich glaube, es wird eine grossartige Serie. Unglaublich gute Mannschaft, die wartet. Und, ja, wir werden parat sein und wir freuen uns sehr. Ihr habt wenig Zeit zum Erholen. Was machen wir jetzt? Es ist so um die 11 Uhr am Dienstag. Am Donnerstag geht es weiter. Nein, ich glaube, es bleibt gar nicht Zeit übrig, um irgendwie nachzustudieren. Du bist so im Rhythmus, du bist so in den Playoffs, ja, das Gefühl, die Tage gehen und kommen und du isst und du schlafst und du spielst. Es gibt nichts Schönes. Es ist wirklich die schönste Zeit. Es ist für das, was du lebst, für das, was du trainierst. Und ich habe wirklich das Gefühl, das ganze Team ist frisch. Egal, ob wir jetzt über mehrere Matches sind gegangen. Ich glaube, jeder ist Profi genug, um keine Entschuldigungen zu finden. Ja, jetzt liegt es an uns, am Donnerstag parat zu sein und dass wir ja, der ganzen Schweiz ein wunderschönes Finale bieten können, das hoffentlich zu unseren Gunsten endet. Geniessen jetzt bis am Donnerstag. So gut, dass es mir geht, bis am Donnerstag die kurze Zeit. Jawohl, und es wird die Finalrevanche oder wenigstens die Möglichkeit für den EV Zug. 2017 ist man aufeinander getroffen, jetzt also wieder das Duell zwischen den beiden Teams. Und er lässt da gar nicht aufkommen, Sven, oder? Von wegen, jawohl, Zug ist in 9 Spielen fast durchmarschiert in diesem Finale. Hand aufs Herz. Wie sehr könnte das denn gleich einen Einfluss haben auf die Finalserie, die ansteht? Ich glaube eher, wenn sie extrem lang gehen würde, was dann allenfalls könnte zum Problem werden. Aber ich glaube für den Donnerstag oder für den Anfang der Serie habe ich eher vielleicht sogar das Gefühl, es ist ein Vorteil für Bern, weil sie voll im Tritt sind. Zug muss zuerst wieder mal Pace finden. Es ist dann gleich nicht das Gleiche, wenn im Training ein bisschen Stipsi dudeln und Friede, Freude, Eierkuchen. Oder? Dann geht es relativ schnell ein bisschen, mit einem anderen Tempo weiter. Simon, zum Zeiten vom SC Bern abschliessen. Du hast vorhin mal gesagt, du hättest eine Steigerung gesehen von der Viertelfinalserie von Servette jetzt gegenüber deren. Oder besser gesagt, jetzt eben im Hinblick auf die Finalqualifikation. Was erwartest du noch für das Finale, dass es gegen Zug für einen Sieg langt? Ja, jetzt hat natürlich Bern den Dritt gefunden. Und das Interview, das erfrischende Interview vom Gervais, das tut eigentlich gut, das zu hören, oder? Dass man einfach noch bei Kraft ist. Und ich bin einverstanden, dass sie die Kraft noch werden haben. Aber Zug ist natürlich jetzt
ganz gehörigen Gegner, also zünftigen Gegner, würde ich sagen, im Vergleich zu Biel und zu Genf eine Nummer auch grösser. Und das ist ganz eine spannende Serie, die wir jetzt werden sehen. Der SCB, der langsam den Tritt findet, sie haben noch Reserven, aber gewisse Playoff-Spieler sind schon ein bisschen auf die Tour gekommen. Eben, wenn der Haas noch dazu käme und auch noch könnte Impulse geben, erst recht. Aber Zug, der gegen wieder einen Weg gefunden hat, bisher oder aus schlechten Phasen aus oder was, die gehen auch mit sehr viel Selbstvertrauen rein. Ich freue mich unerhört auf das Finale. Für Bern geht das Ganze weiter, und zwar ab dem Donnerstag, wir haben es schon gehört. Für Biel endet die Saison in Spiel 7 in den Halbfinals. Zum zweiten Mal hintereinander im Halbfinal gestanden, aber zum zweiten Mal ist da Endstation. Das ist die Reaktion auf Seite beim Damien Brunner. Ach, Damien Brunner, es hat nicht sollen sein. Eine Riesenserie für uns zum Zuschauen. Sie stehen da nach einer Niederlage. Was geht denn gerade durch den Kopf? Ja, ist schade, ist bitter. Niederlage fast noch schlimmer, ein bisschen, wie sie zustande kommt. Ein bisschen naiv gestartet ins erste Drittel. Wir nehmen dumme Strafen, killen nicht sehr clever, haben ein blödes Turnover an der blauen Linie und es ist 3-0. Und ja, wenn man hinten bist gegen Bern, mit einem Goal ist schon schwierig, mit drei natürlich noch umso schwerer. Und ja, ist wirklich schade. Das Spiel war eigentlich vorbei gewesen, bevor es gestartet hat. Da kommt der Moment mit dem Jonas Hiller, das erste Drittel hat euch wirklich total durchgeschüttelt irgendwie. Ja, sicher. Ich denke, es kommt noch mal eine kleine Hoffnung auf am Ende vom ersten Drittel. Da wäre das Ziel so ein bisschen gewesen, dass wir das zweite Drittel vielleicht mit einem positiven Ergebnis gestalten. Aber kommen wir raus, erster Einsatz 4-1 und ja, nachher sind die Beine immer schwerer geworden und ja, und sie haben es nachher clever gespielt. Es ist immer schwierig, nach solchen Spielen dann irgendwie auch nur an eine Saisonbilanz zu denken. Ich denke aber trotzdem, dass von dieser Saison für euch sehr viel Positives bleiben kann. Ja, sicher. Ich glaube, wir haben eine super Quali gespielt. Ich glaube, wir haben das Publikum begeistert. Eigentlich ansprechende oder gute Playoffs gespielt. Ich glaube, wir haben unsere Chancen gehabt, vor allem im Spiel 6. Schade, können wir dort Sachen nicht zutun. Und schlussendlich, glaube ich, haben wir Bern viel abverlangt, nicht ganz alles. Und schlussendlich sind sie gleich verdiente Sieger. Merci vielmals. Man leidet ein mit, oder, mit so einem Spieler. Und es zeigt absolut die Grösse von Damien Brunner, dass er ansteht. Wir versuchen natürlich auch weitere Stimmen noch zu liefern. Aber im Moment ist die Tür mal zu bei der Garderobe zum EHC Biel. Das versteht ihr sicherlich. Wir schauen mal, ob da noch etwas weiteres reinkommt. Das Zittern in dieser Stimme. Oder? Du leidest richtig mit und du merkst, was jetzt gerade abgeht in ihm drin. Und gleich versucht er, die Grösse zu haben. Ja, er braucht ja in seiner Analyse fast die gleichen Worte wie mir, oder? Er hat auch von Naivität geredet und von wie sie ins Spiel gestartet sind und genau gleich analysiert, wie wir sie auch gemacht haben. Und das tut natürlich, wir können es locker hier vom Sessel aus machen, aber wenn man dann mit drinnen ist und ganz andere Ziele hatte und im Hinterkopf ging noch weiss, wie nach dran das man war nach den zwei ersten Spielen, wie schwach der SCB dann war und nach dran war. Mhm. Oder sogar im sechsten Spiel. Oder? Das tut nachher natürlich noch etwas mehr weh. Wir sind hier auf Distanz und können das ein bisschen cool nehmen. Aber wenn man so mit drin ist, das tut weh. Ganz sicher. Ja, und absolut. Aber gleich muss man sagen, was Biel geleistet hat in den letzten Jahren mit dem Stadion. Der Geschäftsführer, der einen sehr guten Job macht. Dann der Steinegger, der Coach, haben Stabilität reingebracht mit dem Hiller, mit dem Brunner, die Ausländer. Dann nicht vergessen, ein Hügli, ein Fuchs, ein Janis Moser. Also die Zukunft, habe ich das Gefühl, gehört effektiv am EHC Biel. Sie sind auf dem besten Weg dazu. Und ich finde es persönlich super für die Schweizer Hockeylandschaft, dass eben eine sogenannte kleinere Mannschaft immer grösser wird und hoffentlich in Zukunft kann für Furore sorgen. Und gleich braucht es eben, und das hat ja auch Mathieu Chantet selber gesagt, um eine richtig grosse Mannschaft zu werden, braucht es den entscheidenden Schritt. Was heisst das für EHC Biel, auch jetzt im Hinblick auf die nächste Saison? Ja, ich glaube, sie müssen gar nicht so viel anders machen. Ich glaube, wie es Thomas gut gesagt hat, ich glaube, sie haben in den letzten Jahren sehr gut geschafft. Nicht nur für mich, sondern neben dem Mies. Ich glaube, der Steinecker, dem kann man glaube, schon ein bisschen das Kränzchen winden an der Stelle. Er hat einen super Job gemacht. Er hat nicht einfach eingekauft, was er eingekauft hat, sondern hat wirklich auch sehr spezifisch sich auf gewisse Positionen verstärkt. Auch nicht zu viel auf einmal. Und ja, ich glaube, wenn sie in dieser Richtung weiterarbeiten, dann sind sie früher oder später mal im Finale und können sich überholen. Wir reden über den EHC Biel. Beobachtet wird der EHC Biel im Moment gerade von unserer Frau vor Ort, unserer Reporterin, Steffi Buchli. Steffi, bitte.
es ist ein schwerer Gang. Die Mannschaft hat müssen rauskommen noch mal zu den Fans, die da oben warten. Sie wären natürlich lieber rausgekommen und hätten sich für den Finaleinzug feiern lassen. Jetzt stehen sie da ein bisschen mit hängenden Köpfen, man kann es nicht anders sagen. Und wissen nicht recht, was sie machen sollen. Ich sehe, sie bedanken sich für die Unterstützung in dieser Saison. Sie waren vorher übrigens noch mal länger in der Garderobe rein. Der Reto hat es gesagt. Jetzt langsam tröpfelt es da außen wieder ein. Respektvoll die Verabschiedung bei den Fans. Wir warten noch sicher auf ein Interview mit dem Jonas Hiller, der sicher ein Mann von dieser Serie war. Und natürlich werden wir auch mit dem Anti-Türmänner noch mal ganz kurz reden. Entweder noch innerhalb von eurer Sendung oder dann später auf Social Media. Ganz genau, so machen wir es. Und ihr wisst ja, mysports.ch oder unsere Social-Media-Kanäle, das ist dort, wo ihr die Interviews werdet finden. Selbstverständlich auch die Goal und die Highlights von dieser Partie. Wenn wir abschliessend noch sagen, Simon, das Duell da hinten, das haben wir jetzt noch gar nicht so angesprochen, es hat noch ein Handshake gegeben nach dieser Partie. Der Anti-Türmann verliert jetzt das gegen den Kari Jalon. Wie sehr haben die beiden jetzt Einfluss gehabt und genommen auf diese Serie? Ja, ich glaube, beide Trainer haben sehr viel Einfluss auf die Mannschaft gehabt. Also, ich meine, beide Trainer haben auch schwierige Momente durchgemacht, wenn wir zurückschauen über die Saison. Es ist nicht nur um sie gegangen, aber beide Trainer haben natürlich ihre Spieler total steuern. Der Türmännen hat Biel vielleicht ein bisschen an eine längere Leitseile geführt, weder dass der Jalonen das in Bern gemacht hat. Aber schlussendlich sind beide eine Top-Leistung. Wir können sie auf eine Top-Leistung zurückschauen in dieser Saison. Und beide haben einen guten Job gemacht. Also, die finnische Schule die macht da bei uns sehr viel Freude. Ja, und sie führt jetzt eben den Kari Jalonen und sein Team im Finale. Am Donnerstag am Abend geht es weiter. 19.40, 20 vor 8 sind wir für euch hier im Studio. Stimmt euch ein auf das erste Finalspiel zwischen dem SC Bern und dem EV Zug. Das bei uns auf MySports One am Donnerstag am Abend. Übrigens zu uns, bei uns zu Gast Christian Wohlwend, aktuell Trainer von der U20-Nationalmannschaft. Und jawohl, wir werden darauf ansprechen, wie es dann weitergeht, ob er jetzt vielleicht doch mal noch Clubtrainer wird, wie es so ein bisschen gemunkelt wird im Umfeld. Am Wochenende dann geht es weiter bei uns dann mit dem Playoff-Final, aber selbstverständlich auch mit dem Kampf um die Meisterschaft in der Bundesliga. Deine spannendste Meisterschaft geht in die nächste Runde. Live nur auf Sky. Dortmund gegen Mainz. Und am Sonntag die Bayern in Düsseldorf. 3-3! Glorreiche siebte Meisterschaft oder Wachablöse? Wer will es mehr? Dein 29. Spieltag live auf Sky. Zum Abschluss vom Abend stochen wir also noch in der Wundernummer von Thomas Walser. Es tut mir leid, dass wir mühen. Aber du hast so viel Euphorie gehabt vor dem Direktduell und das geht aus deiner Sicht, aus Sicht vom BVB 0-5 aus. Das heisst also, Pole Position hat wieder Bayern. Was ist dort los gewesen? Ja, es war ein bisschen ähnlich wie heute. Bayern hat von Anfang an das Feuerwerk gezündet. Ich denke nach wie vor für Dortmund sehr unglücklich gewesen, dass der Paco Alcacer nicht eingesetzt werden konnte, mit seiner Handverletzung. Ich glaube aber nach dem Wochenende am Samstag der BVB die High gegen Mainz. Hoffentlich wieder mit dem Paco, denn Fortuna respektive Bayern auswärts. Ich habe das Gefühl, es sieht genau gleich aus, punktemässig nach dem Wochenende, wie wir es jetzt haben. Aber es sind ja zum Glück noch ein paar Spiele. Und am liebsten würde ich mit dem Sven mal auf Dortmund reisen und immer mal das richtige Stadion zeigen. Gut, das könnt ihr beide nachher aushandeln, ob es zu dieser Reise kommt. Schickt uns auf jeden Fall Fotos, wenn ihr das macht. Danke euch vielmals, dass ihr mit dabei seid. Wir sehen uns am Donnerstag wieder. Danke Simon, danke vielmals Sven und Thomas für eure Einschätzungen. Bis am Donnerstag am Abend. Ade miteinander.